Projektfilm. Es ist zwar nicht der Oscar, aber für die meisten Studierenden des Studiengangs Medienproduktion und Technik wohl die erste Prämierung überhaupt. In der historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg werden zum ersten Mal die von den Studierenden der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden produzierten Auftragsfilme einem größeren Publikum vorgestellt. Herr Bräunig, wie kam es denn zur Veranstaltung Projektfilm? Die Idee, die ich damals hatte oder die ich aufgegriffen habe, war von Studierenden. Die haben sich beschwert, dass die jüngeren Studenten nicht wussten, was die höheren Semester so machen. Und daraus ist die Idee entstanden, dann einen Abend zu kreieren, wo die Filme gezeigt werden. Wie viele Filme werden denn heute gezeigt und dann was passiert dann danach? Ja, es werden 13 Filme gezeigt heute und danach darf das Publikum entscheiden und sich einen Lieblingsfilm aussuchen. Von den 13 Filmen kommen 6 in die Endabstimmung. Auf die Studierendengruppen dieser Siegerfilme warten tolle Preise, die von den Projektpartnern Forstverwaltung, ZF, Dr. Löw und MAN gestellt und überreicht werden. Sie sind von MAN. Warum sind Sie jetzt heute hier? Ich glaube, es werden auch Filme gezeigt, die von MAN in Auftrag gegeben worden sind. Genau, also ich bin jetzt heute da, weil ich eingeladen wurde und es ist eine tolle Geschichte, weil ich selber Medientechnik studiert habe und jetzt dann natürlich im Unternehmen MAN fest verankert bin. Und das Ganze war eine Projektarbeit zum Thema Employer Branding, also wie wir uns als MAN als attraktiver Arbeitgeber darstellen. Und dabei sind 2 wunderschöne Filme dabei rausgekommen und schauen wir mal, wie es heute Abend dann mit der Preisvergabe läuft. Ich wünsche den Studierenden natürlich viel Glück. Ich bin stolz und wie sie das Projekt dann natürlich mit ihrer Eigenarbeit und durch Unterstützung von der MAN geschafft haben. Sie sponsern auch oder MAN sponsert auch den ersten Preis. Was ist denn das? Was gibt es dann im Endeffekt jetzt zu gewinnen für diejenigen, die den besten Film gemacht haben? Also für diejenigen, die den besten Film gemacht haben, da gibt es einen exklusiven Blick in unsere MAN Fahrzeugakustikentwicklung. Das heißt im Prinzip das, was in der PKW-Industrie schon längst etabliert ist, dass ein Audi nach Audi klingt, ein VW nach VW. Sowas ist gerade in der Nutzfahrzeugbranche am Wachsen und da laden wir dann die Studierenden natürlich ein auf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Imagefilme, Dokumentation, Reportage, Werbung oder Videoeinbauanleitung. Sie alle sind in den AV-Projekten in Zusammenarbeit mit externen Auftraggebern entstanden. Wir versuchen immer Auftraggeber zu bekommen, weil wir dann die Studierenden eben möglichst nah an der Praxis ausbilden können. Also da gibt es dann auch ganz typisch Änderungswünsche zum Beispiel vom Kunden? Ja, auf jeden Fall und immer wieder. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit externen Auftraggebern flimmern heute über die Leinwand. Im ersten Filmblock treten an 2 Imagefilme der MAN über Ingenieurberufe und über Ausbildungsberufe, eine Präsentation über das Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, ein Imagefilm über Dr. Löw soziale Dienstleistungen, ein Film über eine Erlanger Orgel, die von Beginn an eine Fehlkonstruktion darstellt und nun neu gebaut werden muss, Werbung für das Studentenleben Amberg und eine Reportage über den Wald im Auftrag der Bayerischen Forstverwaltung. Das Holz wird unter anderem mit Vollerntemaschinen, sogenannten Harvestern, geerntet. Harvester können bis zu 30 Festmeter Holz in der Stunde aufarbeiten. 7 Filme, aber nur 3 kommen in die Endabstimmung. Keine leichte Entscheidung für das Publikum. Am Ende überzeugen die MAN-Filme und der Waldfilm die Zuschauer am meisten. Eine bunte Mischung der verschiedenen Filmgenres folgt auch im zweiten Filmblock. Ein Imagefilm über den Pflegeberuf im Landkreis Kelheim, Videoanleitung zum Einbau eines Kindersitzes, eine Dokumentation über den Bayerischen Verbrauchertag im Auftrag des Bayerischen Justizministeriums, ein Imagefilm über den ZF-Standort Auerbach, ein Tourismusfilm über die Stadt Sulzbach-Rosenberg und eine emotionale Reportage über das Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache Nürnberg. In dieser Gruppe setzt sich mit deutlichem Vorsprung der Film über das Sprachförderzentrum durch. Außerdem mit in der Endabstimmung der ZF-Film und der Film über die Stadt Sulzbach-Rosenberg. Zu sehen, was die Studierenden erarbeitet haben, kombiniert mit Publikumsentscheidung, das sorgt in den Pausen für Gesprächsstoff. Ein Filmabend der besonderen Art und das gefällt. Also ich bin zuerst einmal sehr beeindruckt von den Filmen, was die Studierenden der OTH aus Amberg hier geleistet haben und ich bin auch beeindruckt von der Qualität der Filme. Gibt es einen Favoriten?
Ja, an und für sich hätte ich einen Favoriten von Sulzbach-Rosenberg, aber da, glaube ich, muss man noch ein bisschen nachjustieren. Der Waldfilm ist sehr beeindruckend. Ja, die Filme finde ich ganz gut. Ich meine, das kann man schon an TV zeigen. Favoriten gibt es? Ich meine, du musst da noch abstimmen. Also mir hat der Waldfilm sehr gut gefallen. Der Waldfilm wird als großer Favorit gehandelt. Am Ende landet er auf dem zweiten Platz. Lieblingsfilm des Publikums ist der Film über das Sprachförderzentrum. Ich will der zweite Nowitzki werden. Ich will Zeichner werden, weil ich Zeichner am besten mag. Ich will Kindergärtnerin werden, weil das eigentlich schon lange mein Traum ist. Ich will U-Bahn-Fahrer werden. Ich möchte so gerne zur Bergbach gehen, weil ich die Natur liebe, die Berge. Ich will Koch werden. Ich will auch Koch werden. Ich möchte ein Café eröffnen, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Dann will ich Polizist werden. Lesen ist für Kinder mit Sprachschwierigkeiten oft eine ganz besondere Herausforderung. Deswegen ist es für uns in der Schule einfach ganz wichtig, die Kinder zu fördern. Und da geht es eben nicht nur darum, dass die Kinder lesen können sollen, sondern eben das Lesen auch lieben lernen.